Da kommst du einfach zu nah ran hier. Das ist furchtbar. Halt mal ein bisschen Abstand hier. Das kann ich nicht. Teilschrott. Mana. Duracell, du gehst mir echt langsam ein bisschen auf den. Bist du? Hör mal, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehungen, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch! Lass uns handeln. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Was tut die für einer, ey? Wenn die werden sie ran weg. Also der muss hier echt hier einiges miterlebt haben. Oh, Dietrich, endlich. Oh, jo, du stehst mir zu dicht dran. Bleib weg, jo. Lass mich. Die Duracell, wie immer. Das sieht ja echt übel aus hier. Oh. Da stehen noch mehr Leute rum. Also wir gehen erstmal gucken hier. Erstmal plündern. Zu einfach. Das stimmt. Da sagst du was. Oh, Eisenerz. Oh, Zigaretten. So, komm mit, du was. Wir haben da drüben noch ein bisschen was. Hier liegt auch noch ein bisschen Zeug rum. Man findet echt viel hier. Ein bisschen Trockenfleisch. Ein bisschen Elix. Ja. Aber keine Waffen, verdammt. So, gehen wir mal gucken, was die wollen hier. Was diese Typen hier von uns wollen, ne? Ich hab doch richtig geguckt, hier waren Leute, oder nicht? Ich habe doch eben drei Leute gesehen. Komm mit, du was.
Okay. Da standen noch drei Leute eben oben drauf. Merkwürdig, okay. Das ist sehr merkwürdig. Da waren noch drei Leute eben da oben gestanden, die so eigentlich labern wollten mit uns. Okay. Cool. Ja, wir haben drei Hunde. Ja. Warte, du Ratzel. Okay. Wir liegen mal beide da. Erstmal fett ablegen. Ich glaube, das ist dann nichts für uns hier. Guck, da sind's wieder. Da sind die drei. Hallo, Fremde. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Das hört sich gut an. Du zahl mal her. Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Also ich würde mir irgendwann gerne eine Waffe haben wollen, ne? Aber wir müssen einen mal anziehen hier, ne, den Ring. So, wir verkaufen wieder ein paar Sachen, ganz wichtig. Und zwar, wo haben wir denn das wieder? Dietrich. Öllampe kann weg, guter Becher kann weg, Krug kann weg. Sammle, das kann weg. Alte Münzen. Einmal Klopapier. Oh. Immerhin 22. Hey. Gibt's denn? Jetzt weiß ich, warum die nicht da waren. Das ist ein Händler. Boah, jetzt gehen wir auch aus dem Gesicht. Zu einfach. Easy. So, dann frischen wir das was ab hier wieder und dann
Einmal das noch. Schon Elixier. Nein. Du Rotze, lass mich gehen. Habe ich tatsächlich eine Waffe mitgenommen? Kann das sein? Bekehrer. Stärke auf 48. Leck. Also Stärke und Konstitution brauchen wir eigentlich, die beiden Sachen, ne? Fähigkeiten. Da laufen welche. Guck mal zu mir. Cool. Guck mal. Wir sind ja eigentlich fast schon oben, ne? Okay, pass auf. Also hier können wir eigentlich auch noch nichts machen. Definitiv nichts. Und wahrscheinlich bei den Klerikern kommen wir da auch gar nicht erst rein, weil... Das Tor ist eigentlich auf. Das Tor ist doch eigentlich auf. Wieso bin ich da nicht reingegangen? Kurz mal speichern. Also ich gucke mal kurz, ob wir reinkommen. Wenn nicht... Dann gehen wir wieder zurück nach Goliath und gucken uns dort mal um nach ein paar anderen Sachen. Wir brauchen ein paar kleine Aufgaben, die uns eigentlich helfen, ja, hochzuleveln, ne? Wow. Bevor ich mit dir rede... Eh nicht weiter. Da kommt auch nicht weiter, ne? Nee, okay. Ist denn, dass da irgendwie was liegt oder sowas? Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten! Ihr zugeknöpften Kleriker! Bei uns in Goliath wird jeder reingelassen. Bei euch in Goliath gibt es auch nichts, was sich zu stehlen lohnt. Autsch. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker. Der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Hm. Nein, das will ich. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Ah, okay. Wie werde ich von einem Suggestor auserwählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Rainer zum Beispiel. Er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Gut, dann gucken wir mal. Hm, ja. Also die Vorratskisten kriegen wir ja nicht wirklich. Ne? So. Pass auf, dann werden wir mal zurückreisen nach Goliath. Und werden uns dort jetzt ein bisschen hocharbeiten. Noch ein paar Aufgaben erledigen. Für irgendwelche Spinner. Nein.
irgendwelche Leute, die uns gut würdigen. Ich lasse aber unseren Typen da. Die Nebelkrähen beobachten dich. Ja, ich auch. Kracha. So, pass mal auf. Einmal hier hoch. Das war falsch. Ich hab dir doch gesagt, dass er die Klappe nicht halten kann. Nein, gerade. Ach, ich sehe das ganz locker. Wir reden später. Okay. Wir sehen uns. Bertram. Bertram und Ratram. So viele Wachen. Bleib hier stehen. Ja. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Kann schon sein. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja, Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Nee, oder? Was ist der hier? Nee, das war nicht. Spur ist verschwunden, ne? Genau, den hier. Gehen wir mal weiter gucken. Ja, hallo? So finster hier. Setz dich erstmal hin. Kann also doch Sachen nehmen.
Das ist ja echt gut zu wissen. Aua. Ich dachte eben, ich konnte den Wagen drehen. Ich hab die Richtung nicht. Nice. Okay, man kann echt viele Sachen doch gehen lassen. Solange wir die das nicht sehen, da würde ich sagen, let's go, Mensch. So. Also wir werden jetzt nochmal die gesamte Stadt hier abfrühstücken. Ob wir noch ein paar Aufgaben haben. Guten Tag. Keine Zeit. Gut. Ah, jetzt nicht. Gut, das. Ei, wie hoch? Also eine richtige Fraktion werde ich mich nicht anschauen. Oh. Hier liegt ja so viel Geld rum. Ich meine, das kannst du nicht einfach liegen lassen. Das ist nicht. Ach, da fliegt das Alex rum, okay. Ja, warum nicht, ne? Da war was. Ne, war nichts. Okay. Schmeiße von Elix weg, Juppen. Also wir haben ja dann echt viel, ne? An Häuser. Ist auch noch ein